Aber ich erinnere mich daran, ich bin jetzt 50, dieses Jahr, Ende letzten Jahres geworden. Ich erinnere mich, ich war so ungefähr Mitte 40, 45, einige Jahre her, ein ganz besonders erhellendes Ereignis gewesen. Ich flog morgens diesen berühmten 6.10 Uhr Flieger oder 6.05 Flieger von Frankfurt aus nach Berlin. Einige andere kennen diesen Flieger morgens 6.10 Uhr von Frankfurt aus nach Berlin. In meinen Augen verstößt er unverändert gegen die Konvention der Menschenrechte, aber das lassen wir an dieser Stelle mal weg. Ich setze mich in dieses Flugzeug hinein, sitze dort, neben mir nimmt ein Herr Platz, ungefähr im selben Alter, also auch ungefähr damals Mitte 40, und der war, sagen wir mal, leicht derangiert und müde, erkannte mich, war elektrisiert, sprach einen an, wie das dann in solchen Situationen ist: Sind Sie nicht Herr Westerwelle? Ja. Das ist aber schön, dass ich Sie hier treffe. Finde ich auch. Wenn ich das zu Hause erzähle, schöne Grüße. Ungefähr so lief das ab. Es hatte etwas von Loriot, weil ich gebe es offen gestanden zu, morgens um 6.10 Uhr befiehlt mir mein Biorhythmus nicht, die Welt von der Richtigkeit meiner Politik zu überzeugen. Ich saß dort und der war aber ein ganz tapferer und gescheiter und erfolgreicher Mann, den ich herausstellte. Und zu meinem Glück habe ich mich dann in ein Gespräch verwickeln lassen. Denn der hat sich gesagt, jetzt habe ich den Westerwelle eine Stunde neben mir sitzen und wegrennen kann er nicht. Und dann gab es eine Druckbetankung. Und er erzählte mir, dass er in Indien arbeitete. In Indien als mittelständischer Unternehmer oder Repräsentant eines mittelständischen Unternehmers. Und er sagte, ich freue mich so, nach Deutschland zu kommen wieder. Ich bin jetzt 8, 9 Monate in Indien gewesen, inneren Norden Indiens, wenn ich recht in Erinnerung habe. Und ich freue mich so auf Deutschland. Ich sage, ja, das ist klar, dass die auf Deutschland freuen. Familie wiedersehen, besonders schöner Moment natürlich, die Kinder und so. Sagt er, nein, nein, das ist nicht der Punkt. Meine Familie ist mit mir und bei all dem Schwierigen, was wir sehen, auch bei all dem Elend, was wir sehen in der Gesellschaft, ist das schon eine Horizonterweiterung, die ich mir so nicht habe vorstellen können, so etwas mal machen zu dürfen. In meinem Alter ist das wirklich eine Herausforderung und auch meine Frau und meine Kinder, wir finden das ganz toll. Ich sagte, nein, ich freue mich so auf Deutschland, weil es ist so schön, mal wieder in einem Land zu sein, wo man mit Mitte 40 zu den Jüngeren zählt. Und das, meine Herren, darum geht das nicht an, aber das, meine Herren, lassen Sie mal einen Augenblick sacken.